Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Dark Souls New Game Plus und der zauberhaften Welt von Oz. Jedenfalls so ähnlich. Oz. Wir befinden uns in Oz und oh mein Gott, Königin Elizabeth. Das ist ein Pilz, den ich auf meiner Fungi-Pizza sehen will. Oz? Ja, irgendwo im Osten, Mann. Irgendein Randgebiet ist das hier doch. Wo soll ich dich jetzt überhaupt rufen? Ich weiß es nicht. Ja, beim Boss doch. Bei Artorias? Nee, den wolltest du ja nicht zuerst. Kalamit. Ja. Oh Gott, ich hab Angst. Wieso? Ich hab berechtigte Angst, weil der wahrscheinlich nicht ganz einfach wird. Das könnte übrigens die letzte Aufnahmesession dieses Let's Play Togethers werden, je nachdem, wie gut wir uns schlagen. Also, da du die ganzen Sachen hier noch machen willst, glaube ich, dass es noch dauert. Warum? So groß ist der DLC nicht. Doch. Nein, nicht wenn man weiß, wie man das machen muss und wo man lang geht. Keine Ahnung. Oh, what the freaking motherfucking. Ja, allein für diesen Boss jetzt. Kalamit. Ja. First try. Ach so. Kalamit, first try. Hundertprozentig. Sag ich dir. Der ist nicht schwer. Man hat nur Respekt für ihn, weil er ein verdammter schwarzer Drache ist. Mit eiskaltem Blick, nein. Ach. Der Rotaugendrache. Erinnert mich total an den Rotaugendrache. Ach. Dich auch? Nein. Nicht? Denk doch mal eine Sekunde drüber nach. Es ist total der Rotaugendrache. Ich laufe gerade übrigens vor den ganzen Gegnern weg. Ich habe keinen Bock auf Ärger. Und jetzt halt mir keinen Dark Souls Vortrag. Ich weiß, dass man normalerweise jede Menge Ärger kriegt. Alter, die Geschichte war das. Kommt nicht normalerweise Kalamit jetzt hier? Kann ich ihn jetzt schon bekommen? Oh Gott, das war fies. Wir können Kalamit noch gar nicht bekämpfen, oder? Nee. Dann siehst du. Das müssen wir sowieso noch lassen. Ja. Also ist Artorias die erste Anlaufstelle. Ja. glücklicherweise habe ich keinen Eimer Wasser vorbereitet. Das heißt, das Debakel kann ich nicht wiederholen. Wieso Debakel? Was für ein Bakel soll es denn sonst sein, wenn es kein D war? Wie viel Leben haben die? So, wo war denn das nochmal? Genau, man musste nach ganz hinten. So, das wollte er auch noch machen. Oh Mann, diese komischen Gärtnermörder da. Ja, der Mörder ist immer der Gärtner. Der Mörder ist immer der Gärtner. Ja, oder umgekehrt. Der Mörder ist immer Gärtner. Er vernichtet das Unkraut. Ja, das ist seine Sichtweise, ich meine. Ja. Das Unkraut. Braucht man hierfür nicht sogar auch noch ein Schlüssel? Für wen? Für den Turm. Ja. Ah, den haben wir natürlich auch nicht. Wo kriegt man den denn her? Ich weiß es nicht mehr. Ich überleg gerade. So lange ist es noch nicht her. Ich will den Schlüssel nicht suchen. Den muss man auch nicht suchen. Der ist ziemlich offensichtlich. Der war nicht besonders schwierig. Komm. Nein! Oh! Du machst da mal dein Ding, ich mach mal mein. Verbindung zu Windows Live ist abgebrochen. Das ist richtig geil, weil ich jetzt in dieser Monsterhorde stehe. Hatten wir da nicht letztes Mal schon Probleme mit uns überhaupt wieder zu verbinden? Hatten wir ja. Na dann. Muss ich so oder so jetzt nochmal ausmachen. Weil es ja im Offline-Modus ist. Ist das so? Bei mir ja. Bei dir wahrscheinlich auch. Naja, ich kann mich doch anmelden. Ja, aber das Spiel ist trotzdem noch im Offline-Modus. Ich muss jetzt das Spiel ausmachen. Ja. Warum wolltest du nochmal aufnehmen jetzt? Warum habe ich vergessen, dass das bei dir jetzt passiert? Na, wie heißt der Typ? Gosh Key. Goof. G-O-H-U-G-H. Goof. Goof.
Ich nehme jetzt, ich schneide die Webcam rein in der, an der Stelle. Yay, jetzt kannst du auch wieder aufnehmen. Das ist doch Bild. Jetzt kann ich aufnehmen, ja. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wo der Schlüssel war. Ich meine, das war... irgendwo unten, kurz vor dem Abgrund. Kann das sein? Quest Key, Dune, Alchemist Town. Quest Key, getting the key, look to the left, kill the mimic, from the key. Getting the key via shortcut. Excellent, build monsters. Oder ist der nicht auch vorher schon bekämpfbar? Nö. Sicher? Ja. Überhaupt nicht? Nee. Kommst du nicht an den ran? Nee. Warum sind Drachen auch immer so miese Kinder? Weil sie es können. Ich hab einen eiskalten Blick. Ich hab geblockt! Es war nicht Busterman, ich war's, der gute alte Dark. Mann, die kloppen die Scheiße aus mir raus. Nö. Nö. Nein. 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 Nein, 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 ich bin einfach durch. Nein, 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 nein. Und jetzt ist kein Fahrstuhl wieder. Schade. Jetzt kommt ein Gegner noch runtergefallen. Nö. Schade. Nö. Ich bin unten. Ja, und ich warte darauf, dass es wieder startet. Aber es sagt ja starten. Hier vorne werde ich jetzt schon mal den Fahrstuhl aktivieren. Okay. Ich habe Angst vor Artorias. Ich hatte solche Probleme mit dem. Artorias. Artorias. Und der Typ hier ist auch irgendwie merkwürdig. Hey, yo, what the fuck? Yes, we... yeah. So long. Was denn? Soll das Spiel mal starten? Boah, ich stehe jetzt hier, ne? Ja. Das ist gleich einfach nochmal. Okay. Na gut. Wir werden uns jetzt einfach mal in dieser Branche von diesen komischen Typen probieren und ein bisschen. In welcher Branche? Botanik. Leck. Oh mein Gott, siehst du das, mit wie viel Feingefühl ich diesen Baum schneide? Mein Gott. Es ist, was? Es ist, als wäre ich Kord mit der helle Badenhand. Ja, guck mal. Ey, er startet. Ich finde, wir brauchen etwas Filigraneres als diese. Oh ja. Oh ja. Oh ja, oh ja, ich kann's fühlen. Oh ja, ja, ich fühle genau, was du willst, Baum. Alles klar. Oh mein Gott. Oh, oh, I'm sorry, I'm sorry. Ich wollte dich nicht unsittlich berühren und dein Harz in meinem Gesicht verteilen. Hör auf, mich voll zu spritzen. Das ist ekelhaft. Ich leg gleich meine Sense weg, weil das nicht funktioniert. Vielleicht einmal den Boden. Wieso kann man sich nicht hinhocken? Ich würde so gerne den Rasen mähen, aber... ganze Aufnahme ruiniert. Wovon? Womit? Von den ersten 15 Minuten. So, ich setz mal mein Teil. Hi. Klappt ja super. Du stehst genau drauf. Das ging ziemlich schnell. Und das Ganze 6 Heiltränke für mich. Das ist ja... das reicht. Perfekt. Das reicht für Artorias. Ich will ihn nicht mit dem Bogen legen. Bitte noch mal kurz warten vorm Reingehen. Obwohl... ich könnte ihn mit dem Bogen bearbeiten. Toll, und was soll ich machen? Tanken? Ja. Ist das dein Ernst? Ich könnte ihn noch mit einer Peitsche bearbeiten. Wir wollen ihn einfach nur töten. Das ist die Hauptmission jetzt. Und wir wollen ihn schnell töten. Und weißt du jetzt, wo wir den komischen Schlüssel herkriegen? Nein, irgendwo ganz am Ende von der anderen Stadt. Ja, meine ich doch. Wenn wir ja eh zum Boss müssen wollen. So, oh Gott. Ich hab das.
habe ich meine Rüstung gar nicht gewechselt. Der Schweiß läuft mir wirklich überall runter. Und überall rein vor allem. Wenn ich meine Rüstung nicht gewechselt. Warum bist du auch so dämlich? Denk doch mal an irgendwas. Hab ich doch. An was denn? Dann bist du reingegangen. Torias, hör auf, alles voll zu stinken. Ouch. Steht, danke. Mann, vorbei geworfen. Ah! Aber durch die Lava gegangen, danke. Weg, weg! So. Einmal kann man hin. Eigentlich kann ich da mehr hin und auch noch mehr drauf. Ich tanke. Kann es sein, dass wir ihn gerade ziemlich gut fertig machen? Nö. Er hat mit Dreck geschmissen. Komm her, Artorias! Artorias of the Abyss! Oh Gott. Ich sollte aufhören, alles. Genau, lenk mal ab. Du hast ein ganzes 40 Schaden gemacht. Noch nicht mal. Danke. Artorias, ich bin enttäuscht von dir. Du warst ein so starker Kontrahent. Und was ist das, was du hier ablieferst? Das kann unmöglich dein Ernst sein. Ja, ich bearbeite ihn noch voll gut mit meiner Magie. Ja! Los, kitzel ihn! Vielleicht kriegt er Nippelstarre oder sowas. Wow! Das hat zum Glück gar nicht getroffen. Nein, das hat gar nicht getroffen. Millisekunde zu früh geworden. Ah! Freu dich durch mich durch. Hau ab! Bin doch weg! Siehst du es nicht? Komm zu mir. Ja. Ich hab nicht mehr wirklich viel, um dich zu heilen im Notfall, also. Was ist los, weil ich kann ihn doch jetzt einfach weghauen. Kann ich das? Klar. Kein Problem! Was hast du denn? Was hast du denn? Oh Gott, darf ich dich jetzt umbringen? Nicht meinen Skalp nehmen! Ich kann's gar nicht glauben. Wir haben Artorias besiegt und zwar first try. Ja, wieso auch nicht? Der kann doch nichts. Hör auf mich zu belabern, Mann! Natürlich kann er was. Kann sogar eine ganze Menge. Wo bist du überhaupt hin? Ach, du bist verschwunden. Ja, ich kann aber hier vorne gleich mal ein Zeichen setzen. Mach das mal bitte. Hier wird man doch oft invasiert, oder? Ja. Oh Gott, tu was. Ja, gleich hier vorne. Hier vorne? Hier? Da an der Kante. Wo? Da, wo du jetzt stehst. Oh bitte. Bist du schnell? So. Wie viel Heilung habe ich? Bringt mir eh nichts. Ich hätte vorher ans Leuchtfeuer gehen sollen, oder? Ja. Tja. Kann ich dich wegschicken? Ja. Theoretisch. Wäre klüger, oder? Ja. Phantom zurückschicken. Ja! Weg mit dem ollen Scheißpenner. Entfachen. Ich mach erstmal 20. 20 wäre nicht schlecht, oder? Ich bin noch gerade erst reingekommen und schon schickst mich wieder weg. Ja, du bist zu grob beim Reinkommen. Wieso kann ich nicht an dieses dumme Leuchtfeuer? Ja, Invasion. Nebelwand ist da. Hol dich. Ich habe ja jetzt 20 Flakons. Habe ich mich da jetzt eben rangesetzt oder bin ich einfach nur dran rum? 20 Flakons. Egal. 20. Das war vorhin schon mal dran. Ja, schnell durch, ne? Boah. Wir rennen, bevor jemand kommen kann. Die Stadt Olasiv.
Die Gegner sind zum Glück nicht stark. Zumindest bis auf diese komischen Zauberer. Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Die sind so zum Kotzen. Die sind unglaublich scheiße. Die Gegner sind zum Glück nicht stark, das sprach der mit der BKH. Ja. Die geilste Waffe im ganzen Spiel, ich weiß. Tut mir auch leid, dass du nicht so von Gott gesegnet worden bist. Ich bin tot. Kommentier das bitte nicht weiter. Ich kann auch gar nicht mehr angreifen gerade. Mann, das war dämlich. Ich hatte nicht gelockt und dann war alles kacke. Aber du warst hier im Leuchtfeuer. Du bist jetzt nicht menschlich und... Käsekuchen. Und Käsekuchen. Ich werde schon mal mal zeigen. Mach das mal. Und ich mach die Aushöhlung umgekehrt. Man benutzt etwa zwei Menschlichkeit, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Ich kann's halt. Gott! Da sitzt jemand. Das ist bestimmt der, der mich invasieren wollte. Wo ist dein Zeichen? Du bist schon drüber gelaufen. Wie siehst du noch? Oder ich kann es nochmal neu setzen. Diesmal am Fuße der Treppe und nicht oben. Ich möchte mal rodeln mit Havels Großschild. Ich finde das so lustig, wenn Leute andere Leute meinen Geist sehen. Ich darf einfach nur so rumstehen. Ich sehe dein Ding nicht. Ja, aber du hast meinen Geist schon gesehen, das ist doch super. Bald müsste ich da doch aufploppen. Komm schon. Komm schon! Oh mein Gott, ich hab schon Spasmen, ich ertrag's einfach nicht mehr. Geht doch. Ich lauf mal vor. Okay. Aber bitte nicht wieder den gleichen Weg wie eben. Aber bitte mit Rama. Aber bitte mit Ranma. Ranma einhalb, die Legende. Früher gerne geguckt. Heute nicht mehr? Läuft ja nicht mehr. Wo soll ich sie gucken? Und ich habe mein ganzes Zeug wieder. Juhu! 200.000 Seelen. Das bin ich. Entschuldigung, für einen Moment habe ich dich mit diesen Viechern verwechselt. Oh mein Gott, Jim, hau ab. Er ist weg. Jim? Ja, es ist tot, Jim. Hier ist jetzt ein Zauberer, ne? Oh ja. Du hast auch noch nie was von Rückendeckung gehört, oder? Doch. Vollball. Du bist ein Vollball, ja. Voltoball bist du. Kokowai. Mirabla. Gib jetzt Koko. Rückendeckung. Mirabla. Kokowai. Mirabla. Böse Geist des prächtigen Chester. Das ist ein NPC, oder? Ja. Der Händler von ihm. Warum ist er so böse? Backstab ihn. Nicht. Und er macht wieder Bodenkrieg. Eigentlich. Oder auch nicht. Warum ist er so böse und warum hat er so viel Leben? Warum nicht? PSC-Gebiet. Ich verstehe nicht, warum er böse ist. Das macht lore-technisch keinen Sinn. Weil er das einfach kann. Er war doch so nett. Ist er immer noch. Vorhin noch. Aber er ist der böse Geist. Das war so klar. Das war so klar, das hatte ich nämlich schon mal. Genau die gleiche Kiste hat genau den gleichen Mist gemacht. Warum? Warum sind die Kisten heutzutage einfach so bösartig? Die Schatztruhen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Da liegt irgendwas. Ja, du kannst es nicht mitnehmen, weil du es schon hast. Was ist es denn? Die... Hallo. Ach so. Die Masken. Was denn? Willst du vorgehen? Okay. Warum sollte ich nicht vorgehen wollen? Gegen den Magier. Welchen Magier? Da vorne. Ich geh mal vor. Mach mal. Der sieht mich noch nicht.
Jetzt hat er dich gesehen. Er schießt eh auf mich. Ist er weg. Jo, sauber. Weiter geht's. Hier ist irgendwo der Schlüssel. Meine ich. Stimmt. Irgendwo in diesem Anwesen. Achtung, Gegner, überall Gegner, Gegner von oben, Gegner von unten, Gegner aus der Ecke, ich backstabbe ihn. Egal. Gut. Okay, wenn man backstabbt, kann man also kein. Ja, ich verstehe schon. Ich muss mal gucken, wie er. Ja, fällt sein Gegner runter. Abfall. Abfall zu looten ist natürlich immer nice. Da ist der Gegner. Da ist der Gegner. Der Gegner, der Gengar. Kam da nicht noch einer? Nee, das war. Keine Ahnung. So, sterben wir? Ich will hier lang. Weg. Ich meine, dass der Schlüssel irgendwo hier war. Ich hab dir Rückendeckung gegeben, ne? Folg mir lieber. Ja, mach ich doch, aber ich muss dir dabei auch Rückendeckung geben. Ja, es ist weil schön. Weil du die ganzen Gegner anläufst und dann an denen vorbeirennt und hier kommt jetzt ein anderer Typ. Finstergeist. Komm zu mir. Ich bin hier. Gut. Wenn wir uns zusammen verschanzen, dann kann er uns nichts. Was war hier denn noch? Hier war auch irgendwas. Springen. Da kommt man nicht rüber, oder? Wo? Hier. Doch, kommt man schon, aber man. Das könnte auch nur aus der anderen Richtung Mist. Sieht nicht so einfach aus. War hier nicht mal eine Tür? Hier kann man rüber. Was passiert? Was machst du? Rüberspringen. Hast du es geschafft? Nö, noch nicht. Kann man hier einfach so rüberspringen? Okay, das ging nicht. Ha! Ich bin rüber. Ja, und was bringt dir? Achso, da bist du. Da ist doch irgendwas. Ein bisschen Truhe. Ja. Ist das eine richtige Truhe? Es ist natürlich keine richtige Truhe. Irgendwer schießt auf mich. Irgendwer tritt mich. Wer schießt auf mich? Weiß es nicht, ich sehe ihn nicht. Schießt da jemand auf mich? Ah, da unten ist der Typ, der kommt gerade hoch. Ja, komm zu mir bitte. Gut. Sah er gefährlich aus? Wappenschlüssel. Wappenschlüssel, ich hab ja, den Schlüssel. Ja, er sah gefährlich aus. Ich hab den Schlüssel. Warum sah er denn gefährlich aus? Inwiefern? Oh Gott! Komm her! Geile Scheiße! Feuer! Plunging Attack! Yeah! Wir sind die. Tut mir leid, wenn du irgendwie gerade einen Taunt machen wolltest von wegen Begrüßung, aber. Wir sind die PvP-Mörder, Mann! Schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter! Gott, ja, da war ein komischer Zauberer. Ich will nicht, dass noch mehr kommen. Es werden noch mehr kommen. Viel mehr. Ah! Au, 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 au! Nein! Au. Pizza! Au, 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 au. Heil dir! Und mich. Okay, ich bin halb voll, ich bin sicher. Das erste. Du bist tot. One-Hits, ja. Ja. Wieso können die das? Wieso können die One-Hitten? Weil die Magie scheiße ist. Ja, ich wollte da nicht hin. In das Gebiet. Das ist krass. Ich wusste das nicht. Aber das Gute ist, wir haben den Schlüssel. Wir haben. Also willst du Manus jetzt noch legen? Natürlich will ich Manus legen. Sei kein Schlappschwanz. ja. Komm, so schwer ist es auch nicht. Wo setzt du dein Zeichen? Da, wo eben. Wie eben. Dum, 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 oh, allein dahin zu kommen ist doch schon wieder nervig, ey. Nö, wieso? Im Großen und Ganzen noch eigentlich nicht.
Es gibt nur ein paar nervige Stellen und das ist, sind die Stellen, wo diese Zauberer sind ansonsten. Ja, vor allem, weil die gerne zu zweit sind. Ja, wir aber auch. An den ganzen Stellen. Wir sind auch zu zweit. Ja, sie one-shotten uns beide. Ich one-shotte die aber auch fast. Fast, ja. Mit dem großen zweihändigen Schlag one-shotte ich sie. Bringt da mein Schild auch überhaupt nichts? Bei der Magie, ich glaube nicht. Warum ist das so? Das ist doch assi. Das ist RTL-Niveau. Geh vor. Geh ich doch. Geh vor. Ich will nicht mehr sterben. Ich will nicht mehr nerven. Hör auf zu heulen, Mann. So unerträglich. Los. Und hör auf, Jim hinter dir herzuschleifen. Der Arme kann doch nichts dafür. Platz da, ich bin durch. Platz da, hier kommt ein Mats da. Und nicht runterfallen. Passiert nicht. Ich habe viel zu viele Seelen da unten, die ich wieder haben will. Ich meine auch nicht. Geh mal vor, bitte. Doch. Schild bringt was. Schild bringt gut was. Ja. Das Wichtigste haben wir ja. Wir haben das, den Schlüssel. Wir haben uns Sorgen gemacht, ob wir den... Guck mal, wir haben doch schon zwei Viertel. Das DLC haben wir doch schon durch. Zwei Viertel, du meinst die Hälfte. Ja. Ja, die einfache Hälfte, die erste. Nee, die Artorias Hälfte. Die Kackhälfte. Geh lang. Ja, ich warte auf den Gegner, der hier runterfällt. Oder war das der gerade? Nee, da ist er. So, wo genau müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann oben aus dem Fenster rausspringen. Was für eine miese Scheiße ist das? Au, hat mich von unten getroffen. Komm her. Ich hab noch halbe Energie, ich warte einfach, bis du dich heilen musst. So. Perfekt. Wir benutzen die Säulen als Schutzschild. Magie! Ich muss weg. Es laggt. Ich kann nichts machen. Ist abgestürzt. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay. Oh oh, Magie von oben. Ich habe jetzt krampfhaft versucht, am Leben zu bleiben und ich habe es tatsächlich geschafft. Raus hier. Sowas von raus hier. Mein Herz hat rot. Ah. Ich bin noch nie hier unten durch die Tür gegangen. Oh, ich bin froh, dass ich noch lebe, Mann. Hast du gesehen, wie wenig ich gerade davon hatte? Neues. Nein, ich hab weggeguckt. So eine Magier. Wo gehst du denn hin? Mein Fahrstuhl! Fahrstuhl. Mein Ticket nach Hause. Jetzt, naja. Jetzt ist der aktiviert, ne? Ja, für dich. Gut. Wir müssen Manus mit 10 Flakons legen. Wieso? Weil ich nur noch 10 Flakons habe. Aber bis dann. Gott, sind das Assi-Kinder, ey. Ich benutze mal lieber menschlich gerade. Wer, du? Ja. Okay, dann heil mich nicht. Tod. Vorsicht. Ja, genau. Nice. Ah, jetzt kommt dieser Typ. Der ist aber gar nicht stark. Nein, er haut nur mega fett rein. Ja, ich hau auch mega fett rein.
Komm her. Der haut also mega fett rein, ja? Guck dir mich an. Ich metzel ihn. Tot. Oh. Perfekt. Denn nee, ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Brokkoli, der in einer Luftröhre hängen bleibt. Ich bin Dark. Cord. Ah! What? Gott. Das habe ich ja ganz vergessen. Meine Kamera war auch scheiße eingestellt. Ah, danke. Stirbst du? Du weißt, dass ich jetzt wieder ganz oben bin, ne? Ja. Tja, dann musst du wohl runterkommen. Ganz alleine den Weg nochmal langlaufen, genau. Nee, ich komme hoch. Du hast ja jetzt den Fahrstuhl und du saßt noch nicht an einem Lagerfeuer, ne? Ne. Disasters are gone after the defeat of the Gravelord Servant. Ich hab keine Ahnung, was das mir sagen will. Das will dir sagen... Backstab! Dim, 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 dim. Oh Gott, Bob Moraine, raus aus meinem Kopf! Ich sehe wahrscheinlich völlig fertig aus, aber das bin ich auch. Wir haben. Ich 3 Uhr. Ich ziehe mein Zeichen auf den Turm. Auf den Turm? Ja, welchen Turm denn? Wenn du aus dem Fahrstuhl rauskommst, rechts. In den Turm hier? Du hast eine Links-Rechts-Schwäche, oder? Ja, links. Da. Auf den Turm da. Auf den Turm? Ja. Diesen Hausturm. Genau auf der Spitze. Siehst du jetzt gerade nicht, aber das ist das. Da. Nächstes Mal fall nicht vom Fahrstuhl. Bin ich vom Fahrstuhl gefahren? Doch, bist du. Bist du eine Sekunde vorher losgefahren? Nein, bin ich nicht. Hör auf, die Schuld mir zu geben. Deine Unfähigkeit hat mal wieder alles sabotiert. Kannst doch nicht warten, ey. Wieso? Du stehst doch drauf. Hör auf zu heulen. Ey, ich stand drauf. Dim, dim, dim. Ich kann nicht mal Fahrstühle auslösen, glaube ich. 9 Flakons für Manus. Das ist einfach nur Anus. Wie sollen wir das schaffen? Naja. Gar nicht. Wenn er nicht signifikant mehr Schaden macht als beim ersten Durchspielen, dann mache ich mir keine Sorgen. Wie gesagt, ich fand Manus recht schwach. Ich fand auch Calamite schwach. Ich hatte nur Angst vor Artorias. Bis ich herausgefunden habe, wie man ihn bekämpft. Und dann war er auch einfach. Ja, sag ich doch, der ist einfach. Kommst du jetzt mal bitte? Ich weiß nicht, wo du bist. Beim Fahrstuhl? Ja, ich trau dem nicht mehr. Wie kann ein Phantom in meiner Welt überhaupt Fahrstühle betätigen? Das hat mich auch gerade gefragt. Du bist nicht richtig vorhanden. Oh Gott, jetzt fängt der größte Scheiß auf Erden an. Moment, ich kann aber an das Leuchtfeuer hier, oder? Ja. Warum nicht? Kann ich dich... Nee, verbannen kann ich dich auch nicht. Das ist scheiße.